Ich bin der Sven. Ich komme aus dem Münchner Norden, ursprünglich aus dem Münsterland. Spiele Tabletop seit 2001, also schon ein bisschen länger im Hobby. Vorangeschrittenes Alter mittlerweile. Und immer, wo man halt hingekommen ist, hat man sich halt entsprechend auch wieder dank des Internets immer wieder Anschluss gefunden an eine Spielegruppe. Und ja, das war auch der Grund, warum man mit im Hobby geblieben ist. Und seit 3 Jahren müssten es jetzt sein, 3, 3,5 Jahren spiele ich Warhammer 30k. Und am Anfang auch nicht als Hauptsystem, sondern das eigentlich wirklich erst seit 1,5 Jahren so mittlerweile dann als Hauptsystem. Ich bin ins Hobby gekommen mit Warhammer Fantasy, wie so oft, um 40.000 immer einen Bogen drumherum gemacht, weil zum einen die Turnierszene damals auch schlechte Erfahrungen mitgemacht und deswegen auch nie an die 40k-Variante gegangen des Tabletops, als auch weiter dann mit Warhammer Fantasy Battle aufgehört. Bin zu Flames of War gekommen, weil dort, das war quasi erwachsener. Die Mitspieler, die waren erwachsener. Das Miteinander spielen und die taktische Tiefe und dass halt alles mit verwendet werden konnte und das Gelände halt nicht einfach nur quasi zur Schau, also halt Blocker waren, sondern mitgenutzt werden konnten. Und dann kam halt meine Spielegruppe halt an, 30.000, okay, alles klar, was ist das? Kenne ich mich nicht aus. Es ist kein 40.000, wurde mir gesagt. Alles klar, ich habe mir die Modelle angeschaut auf Forgeworld und dann war es eigentlich so, alles klar, noch aufklären lassen, so von wegen, wo es sich eigentlich drum handelt. Und das ist halt Marines gegen Marines und so unterschiedlich und so eine Aufrüstspirale und so schnelllebig wie 40k ist, so ist es halt bei 30k nicht. Und da habe ich gesagt, alles klar, weil ich ein langsamer Maler bin und es sich nicht so schnell wandelt, habe ich gesagt, okay, ich steige mit ein, ausprobieren und und so ist man da halt zu gekommen. Und die Geschichte dahinter zu dem Ganzen ist halt nach und nach eigentlich dazu gekommen. Und der Hintergrund ist halt das, was einem dabei hält, sage ich mal so, weil ich war echt einmal kurz davor, den ganzen Kram wieder rauszuschmeißen, weil die Hürde, da in das System einzusteigen, besonders wenn man vorher überhaupt keine Ahnung hatte von 40k, die war halt immens. Und bis es dann halt klack gemacht hat, da war ich echt mal so 3, 4 Monate am Überlegen, ob ich das ganze Zeug nicht gleich wieder veräußere. Und da hat mich dann halt über diese Zeit der Hintergrund gehalten und irgendwann hat es dann halt auch klack gemacht und so da eigentlich dann dazu gekommen und geblieben. Und fange jetzt meine 2. Legion an, und die wächst gerade schnell. Meine Hauptarmee bei 30k, das ist die 14. Legion, die Death Guard, ne? Nicht die glückreiche 7., haha, ne? Keine gelben, nein, weiß bis beige. Mit einem schönen Grünanteil und jeder Menge Battle Damage. Und das war auch die Armee oder die Modelle, mit denen ich eigentlich mich das erste Mal so wirklich an Battle Damage rangetastet habe. Und mit Weathering das erste Mal zu tun hatte. Es sind erstmal, wenn man es grob zusammensetzt, Marines gegen Marines, aber dann halt doch nicht, weil halt so viele Facetten drin sind und so viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch das Ganze zu spielen, auch innerhalb einer Legion, sich da auch mit auseinanderzusetzen und auch nie irgendwie wieder auf den gleichen Nenner zu kommen. Klar ist man dann selber begrenzt durch die Modellwahl oder die Modellauswahl, die man sich angeschafft hat. Sonst reizt mich, es sind halt die Modelle an sich und die Umbaumöglichkeiten, was man da noch mit reinsetzen kann. Und natürlich wird das Ganze dann unterfüttert mit der gesamten Geschichte, die dann dahinter steckt. Wo ich mich dann selber halt auch noch nicht so tief in die ganzen Bücher selber eingelesen habe. Da bin ich noch im ersten Drittel, aber durch die ganzen
Videos über YouTube, Podcasts etc., was man halt dazu alles hört. Ja, das ist halt das, was mich momentan am meisten an dem Spiel reizt und ja, sind halt Space Marines. Am meisten gefällt mir halt das Spielen an sich mit entsprechendem Klientel, das erwachsener ist und ja, dass man halt viel diskutieren kann, aber nachher trotzdem dann eine Sprache spricht. Aber so die Interaktion untereinander um das Spiel selbst und ja, natürlich dann mit den Figuren, warum ich überhaupt erstmal eingestiegen bin. Warum habe ich mich für die Death Guard entschieden? Das ist so eine Sache, weil wir in der Spielgruppe und ja, komm, wir wollen mit 30k starten und da gibt es halt verschiedene Legionen, keine Armeen oder Orden, wie ist es, sondern da gibt es halt die Masse. Okay, bei Forge World umgeschaut, welche einen am besten gefallen haben, war als in erster Linie, war so vom Hintergrund oder von den Modellen an sich erstmal die Raven Guard. Nur damals konnte ich mit den Helmen, mit den Corvus-Helmen noch gar nichts anfangen. Also gleich mal zack, weg. Okay, als nächstes die Night Lords. Beim nächsten Mal Treffen mit den anderen hatte sich dann aber schon jemand anders für die Night Lords entschieden. Und dann an dritter Stelle kam die Death Guard, halt mit ihren Pickelhelmen und den Sensen. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und ja, aber durch ihre Regeln, mittlerweile auch die Erfahrungen, mit denen ich, die ich gesammelt habe und vom Regelsystem her muss ich sagen, dass es eine super Einsteigerarmee ist, weil man nicht so viel Stellungsspiel machen muss, gerade um reinzukommen. Die verzeihen dann doch mal den einen oder anderen Fehler, zumal sie halt, wenn man The Reaping spielt, halt relativ langsam sind, muss man schon ein bisschen auf Stellungsspiel gehen, aber sonst sind sie relativ einfach zu erlernen und das muss ich sagen, das ist jetzt fürs weitere ja, für die nächste Legion, die Raven Guard, die absolute Stellungsspieler sind, die nächste Herausforderung für mich, für das Spiel. Wie habe ich meine 2500 Punkte Armee für Eris zusammengestellt? Erstmal Herausforderung dahingehend, dass ich nicht quasi ein Standard, den man sonst so sieht, in vielen Videos, und so den Spartan mit halt den Terminatoren drin und dem Chef, sondern ich habe mir gedacht, weil ich abgesprochen habe und mich nochmal regelversichert habe, dass man mit einem Prätor die Rite of War freischalten kann und dann trotzdem einen Charakter nehmen kann, einen namhaften Charakter, der einem dann die Warlord Trait gibt, in dem Fall war es halt Crisis Mortok. Was mich dann halt auch dazu gebracht hat, bei Eris 4 dann auf der Loyalistenseite zu spielen, weil da einer geschildert hat. Und ja, und dahingehend, ich wollte halt unbedingt mal ein bisschen mobiler und näher aufstellen, aber mit The Reaping, um halt die Red Grenades halt und die Stärke dort halt dann nah an den Mann zu bringen und den Gegner unter Druck zu setzen, einfach mal. Das hat bei der einen Schlacht super geklappt und bei der anderen halt überhaupt nicht. Nun gut, also ich habe, das war halt eigentlich so das Zentrum darum, die Grundidee dieser Liste. Einmal nicht drauf würfeln zu müssen auf den Warlord Trade, dass ich gleich Master of Ambush habe, aber mit The Reaping näher rankomme. Schwirrte mir schon lange im Kopf herum, schade, dass das nicht geht, aber durch ein Gespräch dann halt, ja, doch, funktioniert auch. Ach ja, stimmt, nochmal nachgelesen. Ja, stimmt, das funktioniert wirklich. Gut, dann, aber nicht um bei einer offenen Feldschlacht, dann halt nicht ganz unmobil zu sein, dann ein 10er Troop Choice Tacticals ab in den Ringo rein, ein bisschen Anti-Tank dazu, mit einem Melter und dann konnten die auf die Reise gehen. Als nächstes dann The Reaping, öffnet mir ja, alles klar, ich kann Heavy Troop Choices nehmen als Troops. 10er Raketenwerfer-Trupp rein, ja, habe ich, funktioniert eigentlich ganz gut jedes Mal und wenn der Gegner drauf schießt, schießt er vielleicht nicht auf das, was vorrückt.
Und sie stehen halt hinten auf dem Feld und können mich vor Outflanking, beziehungsweise, nein, nicht Outflanking, sondern vor Infiltration halt schützen, indem ich sie weit auffächer und sie haben halt trotzdem die Reichweite. Weiter ein 12er taktischer Trupp. In diesen sollte dann Crisis Mortuk mit rein und ein Apo, damit es halt ein bisschen widerstandsfähiger ist, um damit ich auf die Zahl 14 komme, um dann doch ein bisschen halt auf die 7 bzw. das Mehrfache der 7 zu kommen, das so gestaltet. Als nächstes, ja, Flammenwerfer, schwere Flammenwerfer dürfen nicht fehlen. 7 Jungs, ab in ein Rhino, ein bisschen Anti-Tank wieder mit rein, Multimelter drauf. Alles klar, konnten zwei Trupps schon mal ein bisschen mobiler agieren. Dann als nächstes, gut, meine legionsspezifischen Terminator, ich spiele auch keine anderen bei der Death Guard, keine normalen, sondern wirklich nur die legionsspezifischen, die Death Route, 7 Mann, beziehungsweise 6, weil mein Praetor mit drin war. Gut, die stehen dann an 18 Zoll schon mal dran. Sehr schön. Bauen Druck auf. Dann 7 Grave Warden, weil die 7. Und dann war es eigentlich so, okay, was nehme ich noch mit, um ein bisschen Schwere an die Tank zu haben, weil es ist halt offen. Zwar war dann immer noch die Prämisse oder der Hintergedanke von dem Event halt, Massenarmee reinzubringen, viel Infanterie. Okay, also erstmal ein Walker bei 2500 Punkten, ein Levi mit rein, mit einer Graflux-Bombard, mit einer Claw, Phosphex Discharger und natürlich Heavy Flamer, die Wolkite, nein, das lassen wir mal bei der Death Guard. Und ja, und dann zum Abschluss wirklich als schwere Anti-Tank-Variante, weil vielleicht kommt ja doch der Spartan mit vielleicht Flare Shields und Armored Ceramide, habe ich mir dann einen Sicarian Venator überlegt, der leider, weil ich ihn gebraucht gekauft habe, die Last Cannon Sponsons hat, die ich halt auch nicht abgeknipst habe extra dafür, sondern ich hatte ihn halt so gemalt, ich habe ihn günstig geschossen und den dann so eingesetzt, nur mit Hauptbewaffnung und einem schweren Bolter. Genau, und so kam dann die Armee zustande. Ja, und na klar, um Druck aufzubauen, die Death Route, die Grave Warden und halt der Trupp, der 14 Mann stark war, nach vorne bringen durch das Infiltrieren, durch Master of Ambush und der Rest, um halt die schweren Flammenwerfer und wenn sie nicht rankommen an den Gegner, wenigstens ein Missionsziel besetzen können, mit dem Reno noch als Deckung geben können, bisschen. Und der 10er Trupp taktische, damit er halt mit der vorversetzten Aufstellung der anderen Trupps halt mithalten kann. Das war so der Grundgedanke. Es ist jedes Mal eine Freude, sie auszupacken, wenn man in einer kleineren Zone Mortalis spielt. Und ja, natürlich kann man da genauso auf die Mütze kriegen, aber wenn man den Gegner doch schon dort arg unter Bedrängnis setzen kann, dadurch, dass halt Schablonenwaffen dann nur bis zur Mauer abweichen und ja, die Grave Warden da schon echt hart sind und oder auch Heavy Flamer mal wirklich zu tragen kommen, mit ihrer Sonderregel Chemunitions, das ist halt, das macht jedes Mal wieder gut. Ich stelle auf und ja, das läuft schon irgendwie. Ne? Ob der Gegner jetzt zu mir kommt oder ich langsam zu ihm vorrücke, das ist mir dann relativ egal.